Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 78 Tabula Rasa. Es war schon halb zwei nachts und Hermine hatte nur noch wenige Textstellen in Remus' Tagebuch gefunden, die mit Severus zu tun hatten. Aber die waren eher unspektakulär, die üblichen Streiche, Anfeindungen und Beleidigungen. Er hatte aber auch niedergeschrieben, dass das Gerücht aufgekommen sei, Severus würde sich seit Anfang des Jahres ganz langsam einem Mädchen annähern. Doch nie hatte er ihn mit einem gesehen. Sirius benutzte diese Gerüchte auch gern für böse Sprüche, die möglicherweise die Annäherungsversuche von Severus immer wieder zurückgeworfen haben könnten. Wenn denn etwas Wahres an dem Klatsch wäre. Erst nach dem katastrophalen Weihnachtsball sah Remus erstens dieses Gerücht bestätigt und er wusste zweitens, dass das Mädchen Brenda gewesen sein musste, um das sich Severus über Monate heimlich still und leise bemüht hatte. Eine Textstelle las Hermine aus Remus Tagebuch noch laut vor. 9. Januar 1978. Heute früh habe ich in der großen Halle beobachtet, wie Brenda zu Severus an den Tisch ging. Sie hat ihm eine kleine verpackte Schachtel vor die Nase gestellt, aber anstatt sie zu nehmen, hat er seine Sachen eingepackt und ist wortlos gegangen. Er hat sie nicht einmal angesehen, und ich verstehe ihn. Sie hatte ihn gekränkt und vor allen anderen lächerlich gemacht, nur um sich von Sirius flachlegen zu lassen. Ich würde ihr die an den Tag gelegte Reue auch nicht abkaufen. Severus ist noch immer das Gespött der ganzen Schule. Die Wochen nach dem Ball musste er sich bereits eine Menge dummer Sprüche gefallen lassen, und nicht nur von Sirius. Die meisten Beleidigungen gehen weit unter die Gürtellinie. Schlappschwanz ist der harmloseste Begriff, den man ihm zuruft. Dieses Mal nehme ich meine Rolle als Vertrauensschüler ernst und schreite ein, wann immer ich kann, um diesen Rufmord und die Kränkungen zu unterbinden. Nur bei Sirius bleibt es schwer. Mag sein, dass Brenda sauer gewesen war, weil Severus am Tag des Balls keine Zeit für sie gefunden hat. Aber hätte sie gewusst, dass er bei Madame Pomfrey für Linda Tränke braut, hätte sie ihm bestimmt verziehen. Linda. Als sie erfahren hatte, dass ich kurzfristig nicht nur mit einem anderen Mädchen zum Ball gehen wollte, sondern ihre Freundinnen ihr auch noch alles über den Streit zwischen Sirius und Severus erzählt hatten, da hat sie gesagt, es wäre besser, wenn wir uns eine Zeit lang nicht mehr sehen würden. Sie sagte, meine Freunde seien nicht besser als die von Severus, über die wir immer herziehen. Ich weiß jetzt, dass ich ihr sehr weh getan habe. Während sie bewusstlos auf der Krankenstation gelegen hat, habe ich mich mit einem anderen Mädchen getroffen, anstatt bei ihr zu sein. Erst jetzt verstehe ich, was sie fühlen muss. Ich werde mal versuchen, mit ihr zu reden. Aber bisher geht sie mir aus dem Weg und beantwortet keine meiner Eulen. Von Jonathan, einem Hufflepuff, habe ich erfahren, dass Linda den Mut gefasst hat, sich bei Severus für sein schnelles Handeln zu bedanken, auch wenn sie nur vom Hörensagen weiß, dass er sie aus dem See gezogen hat. Von Madame Pomfrey habe ich gehört, wie sich der Unfall mit Linda zugetragen haben muss. Der Wind hatte ihre Mütze vom Kopf gerissen und auf das Eis geweht. Sie hat sich in einen Ast verheddert, der auf der Oberfläche des Sees eingefroren war, und per Aufrufezauber oder Levitation hat sie ihre Mütze einfach nicht befreien können. Das Eis schien ihr dick genug, und da ist sie auf den See gegangen, um nicht die Mütze, sondern die kleine goldene Anstecknadel zu retten, die sie dort angebracht hatte. Die Nadel war nämlich ein Geschenk von mir gewesen. Plötzlich knisterte es im Kamin, und Remus' Stimme war zu hören, so dass Hermine, die gerade einen Schluck Kakao nahm, sich erschrocken in die Couch drückte, damit er sie nicht sehen konnte. Dabei verteilte sie den Inhalt der Tasse versehentlich auf ihrem Oberteil. Harry, Gott sei Dank bist du noch wach. Komm doch bitte und bring mir das Tagebuch zurück, ja? Sagte Remus recht aufgewühlt. Harry lief zur Couch hinüber, von der man vom Kamin aus nur die Rückenlehne sehen konnte. Er nahm von Hermine, die sich still verhielt, das Tagebuch und flohte zu Remus. Harry wusste, dass er bei seiner Rückkehr seine beste Freundin noch antreffen würde. Oh Harry, danke, hast du es schon gelesen? Fragte Remus abgehackt, als er sein Tagebuch entgegennahm.
In seinen Augen bemerkte Harry den Schimmer von Hoffnung, doch der wurde zerstört, als er ihm bejahend zunickte. Oh, dann, jetzt hältst du mich bestimmt für einen Armleuchter, sagte Remus verlegen, zu Boden blickend, bevor er einmal seufzte. Nein, tu ich nicht, entgegnete Harry ehrlich. Mit ernstem Blick fragte Remus. Was? Keine Standpauke? Harry schüttelte den Kopf und biss sich auf die Unterlippe, bevor er sagte, das steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Ich denke nur, dass es nicht deine Schuld war und dass die Sache einfach nur blöd gelaufen ist. Remus nickte langsam, doch er war sich nicht sicher, ob ihm Harrys Worte als Absolution reichten. Weißt du eigentlich, wann Severus ein Todesser geworden ist? Fragte er unverhofft, ohne zu ahnen, dass seine Frage böse Assoziationen zu dem Eintrag im Tagebuch weckten. Ängstlich stellte Remus zunächst die Gegenfrage. Du glaubst, das war der Grund, dass er... Das weiß ich nicht, Remus, aber es scheint mir so, als wäre Severus zu dem Zeitpunkt noch keiner gewesen, unterbrach Harry. Ich... Remus' Stimme versagte. Nachdem er sich geräuspert hatte, erklärte er. Peter hat gleich im neuen Jahr nach der Schule erzählt, er hätte erfahren, dass Severus jetzt ein Todesser wäre. Er muss 18 gewesen sein, aber wann genau er, das weiß ich nicht, Harry. Oh Gott, bitte lass das nicht den Grund dafür gewesen sein. Flehte Remus mit geschlossenen Augen, während er sein Tagebuch schützend an die Brust presste. Das ist doch schon so lange her, Remus. Du kannst daran nichts mehr ändern. Warum zerbrichst du dir den Kopf? Fragte Harry mit ruhiger Stimme. Warum? Weil es mich verfolgt, diese ganzen Streiche. Seitdem du damit angefangen hast, mich über Severus auszufragen, ist es nur noch schlimmer geworden. Die ganzen Erinnerungen an damals kommen wieder hoch, deshalb, sagte Remus gereizt. Nachdem er tief ein- und ausgeatmet hatte, fügte er hinzu. Tut mir leid, Harry, ich wollte nicht laut werden. Schon gut, ehrlich. Weißt du, Remus, vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden. Es dir von der Seele reden, suggerierte Harry. Mit ruhiger Stimme fragte Remus. Mit wem sollte ich denn reden? Sirius? Merlin bewahre. Vielleicht Albus? Der wird mir nur Zitronenbrausebonbons anbieten, mir auf die Schulter klopfen und sagen, dass du mir das nicht noch einmal machst, Junge. Er seufzte, bevor er mit leiser Stimme zugab. Mit Lily hätte ich gern darüber geredet, aber sie war dann auch sauer auf mich und Sirius. Diesen Vorfall haben wir nie wieder angesprochen. Aber als Severus nach der Schule angefangen hat, mit Lily und James Kontakt aufzunehmen, da habe ich ihr zugeraten, ihm zu verzeihen. Weißt du, Harry, ab der 6. Klasse hat Severus sich wieder um Lilys Freundschaft bemüht. Aber sie war noch immer sauer, weil er sie an der 5. Schlammblut genannt hatte. Während der Schule hat er es aufgegeben, aber danach war ihm Lilys Freundschaft offenbar so wichtig, dass er ständig Eulen geschrieben hat und erst, als er die Eulen nicht mehr nur an sie adressiert hat, sondern an Lily und James Potter, da habe ich beiden nahegelegt, ihm eine Chance zu geben. Sirius hat leider immer dagegen gehalten und James davon abgeraten und... Remus seufzte, bevor er anfügte. Es ist spät. Du hast morgen mit der Zeremonie zu tun. Wir sehen uns bestimmt demnächst. Die beiden verabschiedeten sich und Harry flohte wieder nach Hause. Wie er es erwartet hatte, war Hermine noch da und fragte gleich aufgeregt. Und? Erzähl schon! Noch mitten in der Nacht hatte Harry Hermine alles erzählt, was er noch von Remus erfahren hatte. Am Ende fragte sie. Sag mal, kann ich auf der Couch schlafen? Für morgen habe ich schon alles dabei und... Naja, Ron übernachtet bei Angelina und ich will nicht allein. Kein Problem. Hoffentlich finde ich heute endlich mal Schlaf. Zum Glück kommen die Schüler erst morgen Abend. Es ist ja schon... Harry blickte auf die Uhr und riss die Augen auf. Kurz vor 3? Oh Gott, ich bin so aufgewühlt. Ich kann bestimmt nicht schlafen. Sie tätschelte seinen Kopf und empfahl ihm, vor dem Schlafengehen eine der Übungen zu machen, die er während seines Oklumentik-Unterrichts gelernt hatte, um den Geist zu lernen. Harry fand seinen Schlaf, wie auch Hermine, die von ihm einen Pyjama bekommen hatte, mit schlafenden Bärchen darauf, weil sich beide in Haushaltszaubern als Nieten entpuppt hatten, denn sie hatten den Kakaofleck aus ihrem Oberteil nicht wegbekommen.
Die Couch vergrößerte er bei Zauber, damit sie es gemütlich haben würde. Wobble weckte die beiden nicht und so schlief Hermine auf der Couch, bis sie morgens um 9 von einem zaghaften Klopfen geweckt wurde. Nachdem sie die Augen geöffnet hatte, musste sie sich zunächst orientieren, bis sie wieder wusste, wo sie war. Und bis ein zweites Klopfen sie endlich aufstehen ließ. In dem Moment, als sie die Tür öffnete, kam Harry aus dem Schlafzimmer heraus und stellte sich zu Hermine an die Tür, denn sie hatte eben Severus geöffnet. Verdutzt blickte Severus auf den ihm bekannten Pyjama mit den Bären, der an Miss Granger auf entzückende Art anders wirkte, während er bei dem Anblick von Harrys Bekleidung nur elegant eine Augenbraue hob, bevor er interessiert fragte: Sind das Enten? Harry blickte auf die Ärmel, grinste und offenbarte: War ein Weihnachtsgeschenk. Severus vollendete den Satz: Von Albus. Daraufhin musste Harry nur nicken. Ihm war nicht entgangen, dass Miss Granger ihn böse anblickte, doch er wusste nicht, ob er etwas zu dem Vorfall in der Bibliothek sagen sollte, also ließ er es lieber sein und grüßte die beiden lediglich. Zudem fand er es seltsam, dass Miss Granger offensichtlich bei Harry übernachtet hatte. Mit eiserner Maske, die er zu halten versuchte, teilte er mit: Wie ich sehe, sind Sie noch nicht bereit für ein Frühstück oder einen Spaziergang. Ich empfehle mich dann Harry. Er nickte seinem Kollegen zu. Miss Granger? Auch ihr schenkte er ein höfliches Kopfnicken, bevor er die beiden wieder alleine ließ. Nachdem Harry die Tür geschlossen hatte, sagte er: Lief doch ganz gut, euer erstes Treffen nach... Von wegen. Wärst du nicht dabei gewesen, hätte das ganz anders ausgesehen. Dass er eben auch noch so getan hat, als wäre nie irgendwas vorgefallen, hat mich nur noch wütender gemacht. Sie seufzte, bevor sie entgegnete: Ich soll ja erst um 12 bei ihm sein. Viel werden wir heute wohl nicht machen, weil ihr Lehrer ja ab 4 noch Vorbereitungen treffen müsst. Müssen wir? Fragte Harry mit einem Anflug von Panik im Gesicht. Naja, ich habe von Snape gehört, dass die Lehrer noch einige Vorbereitungen treffen müssen, bevor... Harry unterbrach Hermine und rief verzweifelt: Wobble! Mit einem Plopp tauchte sein Elf auf, den er sofort aufgebracht fragte: Sag mal, hab ich noch irgendwelche Vorbereitungen zu treffen? Irgendwas, was ich heute machen muss? Nur schwer gelang es Wobble, seinem Meister davon zu überzeugen, dass er alles bereits erledigt hatte, bevor er vorschlug, Frühstück für die beiden zu bringen. Hat Wobble sich schon für einen Entwurf entschieden? Fragte Hermine neugierig. Lächelnd erwiderte er: Nein, aber die Idee hat ihm sehr gefallen. So um 10:30 fing Hermines Bein damit an, unruhig auf- und abzuwippen. Gegen 11 Uhr machte das andere Bein mit und kurz vor 11:30 fragte Harry: Soll ich vielleicht mitkommen zu Severus? Sie schnaufte nur und gab zu bedenken: Damit er glaubt, ich wäre ihm nicht gewachsen? Nein, Harry, ist wirklich lieb von dir, aber dem Problem muss ich mich allein stellen. Nach weiteren Minuten fragte er: Was genau hast du denn nachher vor? Sprichst du ihn auf die Sache in der Bibliothek an? Hermine erwiderte lediglich mit einem gequälten Gesichtsausdruck: Ich habe Bauchschmerzen, ich muss auf die Toilette. Schon war sie aufgestanden und im Bad verschwunden. In Susans Küche richtete Draco gerade das Frühstück an, während er das Gesicht verzog, weil die Geräusche aus dem Badezimmer recht laut waren. Denn Susan übergab sich gerade. Nachdem sie sich angezogen hatte und mit rot geäderten Augen in der Küche auftauchte, fragte sie mit rauer Stimme: Warum hast du mich nicht geweckt? Ich bin viel zu spät dran. Und was ist das? Das ist Frühstück. Ja, schau nicht so ungläubig. Ich kann wirklich kochen. Hat Severus mir beigebracht. Und geweckt habe ich dich nicht, weil du völlig fertig bist, Susan. Du verschwindest morgens um 5 und kommst nach 12 erst nach Hause. Kein Wunder, dass dein Körper dir jetzt mal seine Grenzen zeigt. Meld dich krank. Schlug er vor, während sie sich setzte und er ihr einen Teller Champignon-Omelette und Toast reichte. Ich kann mich nicht krank melden.
Wir sind völlig unterbesetzt und der Minister braucht mich. Wir untersuchen die Infos, die dein Vater uns gegeben hat und... Susan hielt inne, als sie ein wenig nicht ganz durchgebratenes Ei auf dem Omelett hin und her wabern sah, so dass sie gleich wieder von ihrem Stuhl aufsprang und ins Badezimmer rannte. Während Susan im Badezimmer Würgelaute von sich gab, ging Draco zum Kamin und flohte Susans Vorzimmerdame an. Guten Morgen, Mrs. Dainty. Oh, guten Morgen, Mr. Malfoy. Sagen Sie, was Miss Bones Abwesenheit betrifft? Mrs. Dainty hielt inne, weil sie bei Draco Hintergrundgeräusche wahrnahm, weswegen sie angeekelt das Gesicht verzog. Das ist der Grund, warum ich sie anflohe. Miss Bones ist krank, aber offensichtlich möchte sie trotzdem zur Arbeit kommen. Das heißt, wenn sie das Badezimmer endlich mal verlassen würde. Sagte Draco schmunzelnd. Wie er es sich gedacht hatte, empfahl Mrs. Dainty, dass Miss Bones zu Hause bleiben sollte und sie richtete aus, dass sie dem Minister Bescheid geben würde. Mit kalkweißem Gesicht kam Susan aus dem Bad. Ihr stand ein wenig Schweiß auf der Stirn, so dass Draco sagte: Du gehst jetzt sofort ins Bett. Wenn du nichts mit Ei... Susan hielt sich eine Hand vor den Mund. Magst, dann mache ich dir etwas anderes. Den Toast isst du auf jeden Fall, hörst du? Und jetzt ab ins Bett. Heute wird gar nicht gearbeitet. Aber heute Abend kommen noch die Erstklässler nach Hogwarts. Ich wollte Arthur begleiten, der ein paar Worte an die Schüler richten wollte. Immerhin sind das die ersten neuen Schüler seit etlichen Jahren, quengelte Susan. Erst einmal sehen, wie es dir heute Abend geht. So gehst du mir nicht aus dem Haus, konterte Draco bestimmend. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.